Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Da kann man bestimmte Mechanismen vorsehen, wie zum Beispiel vorgeschaltete ärztliche Gespräche, Beratungen beispielsweise in Beratungsstellen. Man kann nachdenken, wenn Leute nicht schwer und unheilbar krank sind, zum Beispiel, ob man dann auch eine bestimmte Frist implementiert, um eine Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches sicherzustellen. Wenn wir in die Nachbarländer, nach Belgien, in die Niederlande schauen, dann stellt man fest, dass sich dort innerhalb von wenigen Jahren die Suizidassistenz in Wahrheit zum Töten auf Verlangen weiterentwickelt hat und dass dort Menschen mittlerweile im Raster sind wie Demenzkranke und Kinder, die am Anfang nicht drin waren. Die Ärzte, die einem solchen Menschen helfen, müssen genauso wie zum Beispiel bei der Beendigung einer Magensondenernährung überprüfen, ob der Wunsch des Patienten dauerhaft, wohlerwogen, nachhaltig und auf guter Informiertheit beruht. Das ist für die Ärzte gar nichts Neues.